Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem Spoiler-Video. Gestern kam ja das große Finale von Make Love Fake Love raus und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch sich das mittlerweile angeguckt haben. Die Gerüchteküche ist seit gestern schon massiv am Brodeln. Deswegen werden wir uns in diesem Video alles anschauen, was es bis jetzt gibt. Statements, Bilder von Körperteilen, Kommentare von Zuschauern, die wohl etwas wissen. Ganz viele verschiedene gibt es da. Das alles werden wir hier etwas näher betrachten und diskutieren. Aber falls ihr auf dieses Video geklickt habt und wirklich keine Lust habt, ein komplettes Video anzugucken, ihr wollt nicht wissen, was die Leute sagen, ihr wollt nicht wissen, was spekuliert wird und wie wir auf welche Sachen kommen und so, sondern ihr wollt einfach nur wissen, was wohl angeblich nach dem Finale passiert ist. Dann sage ich das jetzt hier schon mal in einem Satz. Gerüchten zufolge soll Xander nach dem Finale 2 Monate lang ungefähr mit Antonia zusammen gewesen sein. Und dann haben die beiden sich wieder getrennt, angeblich. Und er soll zurück zu Lisa gegangen sein, mit der er ebenfalls wieder so ungefähr 2 Monate zusammen war. Und die beiden sollen sich angeblich auch schon wieder getrennt haben. Finale ist ja ein halbes Jahr her. So, das war die Kurzfassung. Wie genau die ganze Geschichte weitergegangen ist, werden wir nächste Woche im Wiedersehen erfahren. Und ja, diesmal gibt es ein Wiedersehen. Ihr habt euch nicht getäuscht. Letztes Jahr mit Jelis und so gab es tatsächlich keines. Aber dieses Jahr wurde eins gedreht. Das wurde auch schon offiziell bestätigt, zum Beispiel von dieser Kandidatin, von Kim. Wann kommt das Wiedersehen? Und Kim sagt dazu, nächste Woche von Montag auf Dienstag, also am 14.05. um 0 Uhr. Also wie gehabt. Lisa hat es letzte Woche nochmal ganz gut geschafft, viele von uns ein bisschen zu verwirren, indem sie gesagt hat, dass sie von Antonias Entscheidung im Finale sehr überrascht war. Unter meinem letzten oder vorletzten, weiß ich jetzt nicht mehr, ich glaube vorletzten Video, hat jemand kommentiert, eine meiner Meinung nach sehr wichtige Aussage von Lisa hast du gar nicht kommentiert. Sie sagte, dass die finale Wahl von Antonia eine große Überraschung gewesen sei. Für mich hat sie damit gespoilert, dass Xander definitiv nicht gewinnen wird. Und jemand anders sagt, so sieht's aus. Also der Grund, warum ich nichts dazu gesagt habe, ist, dass ich ihr das nicht so wirklich abgekauft habe und erstmal dachte, okay, warten wir erstmal ab. Denn meiner Meinung nach war das eine gezielte Finte, was ja auch im Endeffekt wirklich so war. Denn ja, sie war überrascht im Endeffekt im Finale, denn kurz vorm Finale hat Xander Antonia ja gestanden, dass er eine Freundin hat und deswegen, klar, war es dann doch eine Überraschung, dass sie ihn am Ende gewählt hat, aber das wussten wir alle ja noch nicht. Also letzte Woche sind sehr viele von uns davon ausgegangen, dass Antonia sich in Xander verliebt hat, dass sie ihn wählen wird und so weiter und so fort. Das wäre jetzt keine Überraschung gewesen, sondern von uns, nach unserem Stand von letzter Woche, wäre es überraschend gewesen, wenn sie irgendeinen, na, ich sag mal, Underdog gewählt hätte. Und dadurch, dass Lisa das eben gedroppt hat letzte Woche, hat sie nicht gelogen. Aber sie wusste natürlich, dass wir alle noch nicht wussten, was kurz vor dem Finale passiert und dass Xander seinen Beziehungsstatus Antonia eben gestehen würde. Und dadurch war das wirklich eine sehr, sehr schlau gelegte Finte, um uns alle noch mal so ein bisschen zu verwirren, weil ja wirklich viele von uns dachten, oh ja, okay, ist ja schon so ein bisschen langweilig, ne? Weil Antonia ja ganz klar in Xander verliebt ist und er ja ganz klar der Gewinner ist, aber dadurch wurde alles nochmal durcheinander gewirbelt. So, fangen wir dann mal an mit den Spoilern. Und zwar Numero Uno, und ich glaube, wir haben wirklich viele unterschiedliche Quellen. Das hier ist jetzt von der Insta-Seite natürlich, so von RTL Plus. Da wurde ein Interview mit Lisa direkt nach dem Finale gepostet und jemand hat darunter gefragt, hat sie ihn jetzt wieder zurückgenommen oder nicht? Ich brauche Antworten. Und eine Person sagt, yes. Ich glaube, sie heißt Mandy. Also das A fehlt zwar, aber ich glaube, sie heißt Mandy, diese Person, sagt yes. Und jemand fragt, ernsthaft, komm mir nicht so rüber. Wie, jetzt ist Lisa wieder mit Xander zusammen? 3 Fragezeichen. Und besagte Mandy antwortet darauf, doch kurzzeitig, aber sind auch wieder getrennt. Jemand fragt Mandy, woher weißt du das? Und Mandy sagt, von einer Freundin, die mit einer Freundin von Lisa befreundet ist. Also über 1, 2, 3 Ecken. Ist ja immer so ein bisschen schwammig, ne? Aber wir haben ja noch mehr Quellen. Eine Person hat Mandy dann wieder geantwortet, nein, er hat sich für Antonia entschieden. Und Mandy sagt, keine Ahnung, also das ist, was ich weiß bzw. gehört habe, soll wohl 2 Monate mit Antonia zusammen gewesen sein und dann wieder zu Lisa zurück. Aber auch das soll nicht lang gehalten haben. Okay.
So, wir gucken uns gleich natürlich noch die anderen Quellen an. Ich sag schon mal vorab, falls das stimmt, ne? Schwierig, ey. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt auf diese ganze Geschichte, ne? Denn das war ja wirklich für Lisa eine sehr, sehr große Demütigung und einen Mann, der sich so verhält, ne, sofern diese ganze Beziehung und alles, was wir gesehen haben, eben echt war und da jetzt nichts irgendwie abgesprochen war oder gefaked war, so für den Fame, ne, wenn wir davon ausgehen, dass das alles real war, dann ist das schon eine krasse Demütigung. Und dass Xander da noch nicht mal ein Tut mir leid oder so rausbekommen hat, da bin ich wirklich gespannt darauf, was da passiert ist, dass sie ihn wirklich wieder zurückgenommen hat. Bevor Antonia sich dann zum Finale geäußert hat, und keine Sorge, das hat sie auch getan, hat sie allerdings erstmal ein Foto vom Frühstück oder, ja, Breakfast, genau, vom Frühstück hier gepostet. Und zwar sieht man, dass sie mit einem Mann da war und natürlich wurde auch der Unterarm des Mannes gezeigt. Wir kennen das ja heutzutage, haben ja sehr, sehr viele Leute Tattoos und da kann man immer ganz gut rausfinden, wer dieser Mann denn ist. Ich habe mir also erstmal das Naheliegendste angeguckt und zwar den Xander. Auf seinen Fotos konnte man jetzt nicht so viel erkennen, aber er hat ein Video mal gepostet aus dem Fitnessstudio und da seht ihr hier den linken Arm und das sieht nicht so aus wie auf Antonias Frühstücksfoto, denn hier sieht das eher so aus wie, ja, was ist das, so ein langen Text oder so, also sieht ganz anders aus. Und hier auch nochmal so, also klar sind das alles keine guten Perspektiven, ne, aber das waren die besten Fotos, die ich aufnehmen konnte. Da sieht man aber auch, finde ich, dass das eher so viele Textzeilen untereinander sind und nicht den Tattoos gleichen, die Antonia da in ihrer Story gepostet hat. Also so kann man Xander auf jeden Fall schon mal ausschließen. Das habe ich selber rausgefunden. Dann hatte ich irgendwie nie mehr so richtig Lust, keine Ahnung, so viele Leute durchzugehen, aber ihr seid ja zum Glück auch kleine Sherlocks und ihr habt es natürlich rausgefunden, wer dieser Mann war. Aber gehen wir erstmal weiter kurz durch Antonias Story, denn sie hat ein Foto von sich selbst gepostet und schreibt Folgendes dazu. Ihr Mäuse, vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Ich kann mich nicht oft genug für euren Support bedanken. Ich möchte ehrlich gesagt noch nicht zu viel sagen, da erstens noch nicht alle das Finale gesehen haben und zweitens ich mich erst nach der Wiedersehensshow komplett dazu äußern möchte. Ja, und denke ich mal auch darf, ne? Also sie darf ja jetzt noch gar nicht spoilern, so was jetzt wirklich dann passiert ist. Aber hier der wichtigste Satz, aber eins kann ich euch auf jeden Fall verraten, der größte Plot-Twist der Staffel wird erst beim Wiedersehen rauskommen. Also das deutet ja schon mal darauf hin, dass an den Gerüchten durchaus was dran sein könnte. Antonia hat sich dann auch nochmal mündlich selbst gemeldet, da schauen wir auch nochmal eben rein. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Füßen, jetzt warte ich noch auf Anna, die macht mir gleich noch die Nägel fresh und ja, ich habe sie gerade schon kurz gedroppt und angekündigt, es wird tatsächlich noch ein Wiedersehen geben für Make Your Future. Das wird wie gewohnt, wie die anderen Folgen, nächste Woche von Montag auf Dienstag um 0 Uhr auf RTL Plus online kommen und ja, da werdet ihr auch nochmal sehr viel erfahren, was auch so nach der Show alles passiert ist. Mehr kann ich noch nicht dazu sagen, will ich auch noch nicht zu viel verraten, aber es werden auf jeden Fall so einige Details ins Tageslicht kommen. Und ja, ansonsten werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal eine kleine Fragerunde machen, aufs Halbfinale eingehen, vielleicht aufs Finale, aber erstmal möchte ich noch ein bisschen gucken lassen und... In Bezug auf dieses Video, das wir uns gerade angeschaut haben, gab es dann auch nochmal einen interessanten Kommentar und zwar von einer Joanne. Sie schreibt, soll angeblich 2 Monate mit Xander zusammen gewesen sein, danach ist er wieder zurück zu Lisa, so das wussten wir ja schon, ne? Also gerüchteweise. Aber Joanne schreibt weiterhin, sie datet, wie es heißt, einen Phil. Mischung zwischen Xander und Ex-Patrick. Nichts gelernt nach dem Sommerhaus. So, diesen Phil kenne ich tatsächlich nicht und habe jetzt gestern auch nicht rausgefunden, wer das sein soll. Falls jemand von euch weiß, wer dieser mysteriöse Phil ist, dann schreibt es doch sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich den Kommentar auch vielleicht anpinnen. Falls ihr vielleicht auch seinen Insta-Namen hättet, dann wäre das auch super. Und dann könnte ich das eventuell auch nochmal in die Trash-News beim nächsten Mal mit aufnehmen.
Wir schauen jetzt auch noch mal auf TikTok vorbei, denn dort ist Antonia auch sehr aktiv. Hat ihr ein Video gepostet, Make Love, Fake Love, Finale in einem Video zusammengefasst. Ist halt so ein bisschen lustig einfach, ne, schockierend und so. So, und darunter hat jemand natürlich gefragt, seid ihr wenigstens noch zusammen? Und auch hier schreibt eine Nancy diesmal, Gerüchten zufolge waren sie 2 Monate zusammen und dann sind Xander und Lisa wieder zusammengekommen. Ja, bestimmt, keine Ahnung. Lisa will sich ja auch wohl noch äußern. Sie sagte selbst schon, dass es anders kam als gedacht. Wir sind gespannt. Ja, genau, was Lisa jetzt genau nach dem Finale dazu gesagt hat, das werden wir uns gleich auch auf jeden Fall noch anschauen. Und sie ist ziemlich pissig und sie will anscheinend auch noch, also einiges auspacken, was auch für Beef mit Antonia sorgen wird. So, und ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich die besten FBI-Agenten in meiner Community habe. Ihr habt mir ein paar Nachrichten geschickt. Danke erstmal dafür. Ist mega, mega hilfreich und mega cool, diese Gruppenarbeit, die wir immer haben. Zum Beispiel diese Nachricht hier. Das ist ein Kommentar von vor 5 Wochen und es ist ja genauso eingetreten bisher, dass sie Xander genommen hat. Wir gucken uns den Kommentar gleich an, ne? Ich lese erstmal nur zu Ende vor. Antonia sagte heute in ihrer Story, der richtige Plot-Twist kommt erst beim Wiedersehen, das würde ja passen. Und bezüglich Nico, das Tattoo heute in ihrer Story. Also ich habe ja nur geguckt, ob das Xander ist und es war Xander nicht. Wäre auch irgendwie doof gewesen, ne? Sie hätte das bestimmt gar nicht posten dürfen, wenn das Xander gewesen wäre, wegen Spoilern und so, wobei man bei Make Love, Fake Love ja nie so wirklich weiß. Wir erinnern uns ans letzte Jahr, als jedes Jahr mit 3 unterschiedlichen Männern Bilder gestellt hat, sowohl mit Max als auch mit Cedar und mit Fabio. Aber die Bilder mit Cedar und mit Fabio wurden einfach nicht verwendet. Aber das gestellte Bild mit Max, um alle vor dem Finale nochmal zu verwirren. So, und jetzt schauen wir uns den Kommentar an, den die liebe Followerin mir geschickt hat. Er wurde geschrieben auf der Insta-Seite von Blitzlichtgewitter. Das ist ein Trash-TV-Podcast. Falls ihr ihn nicht kennt, könnt ihr sehr gerne mal reinhören. Was wurde da denn geschrieben? Und zwar ging es in diesem Post ja um Xander und jemand hat dort kommentiert, wie gesagt, ne, vor 5 Wochen, und zwar Love Vans Life. Antonia entscheidet sich für ihn. Er verlässt Lisa, ist ein paar Wochen mit Antonia zusammen und geht dann zu Lisa zurück. End of story, ganz München weiß das. Lisa hat's ja seit Wochen jedem erzählt. Langweilig. Ja, krass. Also diese Gerüchte, die genau den Gerüchten entsprechen, die zum Beispiel Mandy gestreut hat, die passen alle zusammen. Also ich glaube, die Chance ist hier tatsächlich sehr hoch, dass das tatsächlich so gekommen ist. Ja, jemand hat dann gefragt, krass, wirklich, warum geht er wieder zu Lisa zurück? Dann muss sie ihm ja verziehen haben. Jemand anders schreibt, habe es gerade in ihrem TikTok Live so geschrieben und sie hatte mich deswegen blockiert. Also ist es die Wahrheit. Jetzt soll sie sich mit Nico treffen. Ach so, das schreibt hier Chanel Roberta. Jetzt soll sie sich mit Nico treffen, wahrscheinlich, weil damals schon dieses Bild grassierte von Antonia und Nico, der ja auch hier bei ihrem Frühstücksfoto mit drin gewesen ist. Aber hier wissen wir natürlich nicht, sind die beiden Kumpels, verstehen die sich einfach mega gut, daten die oder sind die beiden tatsächlich zusammen? Ja, und besagte Love Vans Life hat dann nochmal an Chanel Roberta geantwortet, das ist wirklich wahr. Mir hat sie eine PM geschrieben, ihr werdet es alle sehen, ich bin ja kein Orakel und hab's auch nicht erfunden. Das kommt alles von ihr. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt und jetzt wollen wir nochmal auf die Fotos gucken, die ihr mir auch geschickt habt von Nico. Na, könnte Nico der Mann in dieser Frühstücksstory gewesen sein? Und hier sind die Tattoos ein bisschen näher rangezoomt. Ich glaube, ja, das könnte hinkommen. Aber wie gerade schon gesagt, das ist natürlich kein Beweis dafür, dass Nico und Antonia jetzt daten oder so. Ich habe auch irgendwo gesehen, dass die beiden wohl einen Podcast zusammen aufgenommen haben, in dem Antonia und Nico zusammen das Finale kommentiert haben. Dann ist natürlich die Frage, okay, warum ausgerechnet die beiden? Warum jetzt nicht Antonia und Marcel? Hat das was zu bedeuten, dass dafür Antonia und Nico genommen wurden, um so einen Podcast zu machen, weil die beiden jetzt zusammen sind oder so? Oder ist es einfach so, dass die beiden wirklich sich nur gut verstehen und eben befreundet sind? Schauen wir mal.
Wir wollen zum Abschluss auch noch mal kurz darauf gucken, wie es Lisa so geht und was sie eben bezüglich des Wiedersehens und des Auspackens sagt. So, das hier ist eine Story, die sie direkt nach dem Finale gepostet hat. Sie hat eine kleine Party gemacht mit den anderen Vergebenen. Also Dominik war auf jeden Fall da mit Stefan, das ist ja sein Partner, hat sie herausgestellt. Kim und Maria waren, glaube ich, auch da. Also auf jeden Fall hier diese vergebenen Villa. Die Leute haben das alle zusammengeguckt. Und als Lisa dann im Bett war, postete sie das Folgende. Einfach nur 3 Stunden geschlafen. Es hat alles nochmal richtig aufgewühlt, was ich bisher gut verdrängen konnte. Und auch diese ganzen Bilder, die ich in der Villa nie gesehen habe, sondern jetzt erst und erst so richtig realisiere, was da eigentlich abging. Zum Glück ist es echt schon eine Zeit lang her. Ja, wie lange ist das her? 6 Monate ungefähr. 2 kurze Videos von Lisa habe ich jetzt noch parat aus ihrer Story. In der ersten Sequenz meldet sie sich mal kurz mit Dominik und Stefan und sagt dann etwas zu ihrem, ja, aktuellen Status, wie es ihr so geht. In der zweiten Sequenz, die ich dann direkt dahinterher schiebe, sagt sie was zum Wiedersehen. Hallöchen. Finale angeguckt gestern Nacht direkt, ne? Das musste sein. Gott sei Dank mit so guter Unterstützung. Genau, wir sind aber wirklich geschockt, auch wenn es schon lange her ist. Und dann wollten wir euch noch jemanden zeigen. Genau, hier Nummer 3 auf der Couch. Und nämlich auch hier. So ist es, der war nämlich hier immer irgendwie versteckt. In der Gegend versteckt. Und ja, da ist er. So, ich melde mich jetzt auch nochmal kurz. Ja, krasses Finale, oder? Ich bin jetzt, hab noch schon getankt, bin jetzt auf dem Weg zu meiner einzig wahren Liebe. Endlich habe ich ihn wieder heute, nach ein paar Tagen. Aber ich muss auch sagen, ich hätte ihn jetzt auch wirklich diese Tage nicht gebrauchen können. Aber jetzt freue ich mich umso mehr, mein Baby wiederzusehen und jetzt einfach hier die Energie von ihm zu tanken. Zu gemein, dass es sich anhört, gell? Aber ja, Kinder geben einem einfach so. Die ersten. Oh, Freunde, ich habe gesehen, die Story von Dominik und mir, die hat nur die ersten 15 Sekunden angezeigt. Deswegen habt ihr auf meinem Profil noch gar nicht gesehen oder gehört, dass es nächste Woche am Montag auf Dienstagnacht das Wiedersehen gibt. Das ist die 13. Folge und da wird sich einiges nochmal aufklären. Aber natürlich noch lange nicht alles. Also seid gespannt. Nach dem Wiedersehen werde ich Klartext reden, weil ich meine, ihr wisst, so ein Wiedersehen ist geführt. Da wird einiges nicht besprochen, einiges nicht angesprochen. Die einen oder anderen können sich bestimmt noch denken, wieso, aus welchen Gründen. Aber danach kann ich auf meiner Plattform das aussprechen, was ich aussprechen möchte. Und darauf freue ich mich sehr. Ja, und ich habe dann von der letzten Story nochmal einen Screenshot gemacht, denn sie hat auch noch schriftlich etwas dazu geschrieben. Und das hier finde ich eigentlich am relevantesten und am interessantesten. So, erstmal, weil so viele Fragen kommen, 14.05. Wiedersehen und anschließend kommt natürlich noch ein Statement-Interview auf meinem Kanal ohne Rausschnitte. Darauf werden wir auf jeden Fall reagieren und darüber sprechen. Aber hier das Wichtigste, dieser Zusatz in Weiß, wollte eigentlich keinen Beef mehr, aber sie will es so, dann kann sie es haben. Mit einem Clown-Emoji und einem Popcorn-Emoji. Ja, krass, ihr Löffel. Ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Ich bin echt gespannt, wie das weiterging und vor allem auch, wie das alles begründet wird. Falls diese Gerüchte stimmen, okay, Antonia, Xander haben sich verliebt, nach 2 Monaten, keine Ahnung warum, auseinandergegangen, werden sie uns erzählen. Aber wie ist dann Xander zurück zu Lisa gekommen? Erstens, warum? Und vor allem, warum hat Lisa ihn nach dieser Demütigung nochmal zurückgenommen? Ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen und ich denke, nächste Woche werden wir nochmal intensiv über Make Love, Fake Love sprechen. Bis dahin, macht's gut und hinterlasst mir bitte ein Like, falls es euch gefallen hat. Bis dann, tschö!